Energie geladen. Hurra. Kann sie Training? Oh yeah. Erstmal soll sie laufen. Das sieht immer so lustig aus. Hier hingehen. Ja, ich will sie. Sie läuft ganz normal. Das ist schade. Laufen. Gehen. Sie soll so lustig rumwippen. Das kann sie doch so gut. Training. Rumpfbeugen. Und danach Training. Dehnen. Danach Training. Liegestütz machen. Danach kann sie nochmal energiegeladen joggen. Yeah, cool. Tu es. Ist gut für deinen Bauch. Kann nichts kaputt gehen. Es zieht nur ein bisschen. So, danach. Wobei, sie baut die Fähigkeiten echt aus bei. Das ist gut. Na, sie sieht aber trotzdem noch ganz okay aus. Also ganz okay heißt sehr, sehr gut natürlich. Sie möchte mit jemandem von Interessen schwärmen, weil Energie geladen ist. Ich finde, das Bild sieht lustig aus. Ja, was möchte sie denn noch allgemein? Spielzeug kaufen, wegen beschrieben große, glückliche Familie. Und was möchte sie noch? Selbstsicher werden. Sorge dafür, dass Anne selbstsicher wird. Lass Anne dazu trainieren oder am Spiegel eine Rede üben. Ach genau, Charisma-Fähigkeiten können wir auch hier natürlich üben. Rede üben. Sich selbst motivieren. Natürlich Aussehen ändern. Weiß ich nicht. Muss eigentlich gar nicht sein. Warum auch? Hier, komm, renn mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Wo ist sie denn? Sie rennt mir weg. Ah, nicht so schnell. Hallo, du bist ein Spiegel. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dich schon mal gesehen. Wabanaba. Rede üben. Erfrischen? Was heißt denn erfrischen? Warum erfrischt man sich am Spiegel? Rede üben. Dich selbst motivieren. Ja, hier ist alles nur Deko, ne? Sie erzählen den gleichen Witz ein zweites Mal. Das ist, ich weiß nicht, ob das hilft. Ach, Hygiene, natürlich. Schnell duschen. Oh, das ist auch interessant. Erfrischende Dusche macht, glaube ich, auch irgendwas. Hier, kommen, kannst du noch mal ein bisschen reinhauen. Ich warte im Prinzip darauf, dass Herr Rahmen denn nach Hause kommt hier. Oh, was steigert sich der gerade bei ihr? Oha, Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Das ist schön. Anne kann jetzt online für einen guten Zweck spenden. Anmachsprüche vor dem Spiegel üben und andere Sims schmeicheln. Ich warte, bis er nach Hause kommt, weil er bringt Geld nach Hause. Das ist wichtig. Total wichtig. Ach, da ist er auch schon. Hallo. Hoi. Hast immer noch einen Bären verschluckt. Nein, du darfst erstmal joggen. Nicht schlafen. Joggen ist wichtiger für dich. Sie ist immer noch energiegeladen. Training. Rumpfbeugen. Sie hat noch so viel Energie. Es ist halb elf. Warum kann sie dann noch über die Hälfte der Energie haben? Wie soll sie denn schlafen können nachts? Das ist doch Quatsch. Ich muss mal zugucken, wie er denn trainiert. 1 und 2 und 3 und stehen bleiben. Aha. Lalala. Er sieht so friedlich aus. Was für eine Lüge. Ja. Ich bin das Kamerateam. Huch. Ihm geht's nicht gut, weil, warum? Schmutzig, weil Hygiene niedrig. Er soll nochmal eine Stufe aufsteigen. Dann ist alles bestens. Hygiene, hier kommen, kannst du dich erstmal duschen. Wobei, die kann er auch verbessern. Wobei, die wollen wir aber eigentlich ersetzen. Aber stimmt, ich kann jetzt eine Bar kaufen hier. Morgen, nee, Tag, einfach mal so. Wo hau ich das Ding denn mal hin hier? Was haben wir denn hier? Das ist Skulpturen, nein. Außenlampen, nein. Oh, so ein Grill wäre nochmal super. So ein Außenbereich. Das wäre nochmal fein hier. Eine Bar. Punto Banco. Aha. Ruf Profibar. Es bringt letztendlich keine Vorteile, ne? Es ist hier beides Getränkequalität 4, Mixenfähigkeit. Letztendlich ist das vollkommen Schnuppe, was wir da wählen. Scheint mir so. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. Wie machen wir das denn? Man muss halt zu beiden Seiten Platz haben, offenbar.
Oh, wie mache ich das denn? Ich kann das Ding hier nicht einfach irgendwo hinstellen. Ins Bade, hier ins Schlafzimmer ist auch ein bisschen blöd. Oder aber, Moment, hier, wir verrücken den ganzen Kram hier mal so ein bisschen. Und dann können wir auch hier so einen Hobbybereich machen. So? Nee. Machen wir es so. Huch, ist zwar nicht schön, aber es ist selten. Na, das sollte schon passen. 150 Molions nur noch. Es sind immer noch keine Rechnungen da. Sehr gut. Es ist halt nicht wirklich... Eine Bar im Schlafzimmer, klar. Ich meine, so eine Minibar, es ist keine Minibar, es ist eine Gigantobar. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das hier sonst hin machen sollte. Vielleicht das alles ein bisschen darüber ziehen und dann könnte man das dahin machen. Sollte vielleicht gehen sogar. Moment. Dann ist halt nur das Fenster da störend. Aber vielleicht tauscht man die dann auch einfach mal. Das ist ja kein Problem. Hier zumindest, in diesem Spiel. So. Das Geigchen darf man woanders hin... Nur woanders hingeigen. So, dahin. Und zwar hier, die Figuren sind auch ganz nett und so, aber auch ein bisschen unnötig. Das Regal... Im Prinzip könnte man das halt jetzt vor die Wand hier stellen. Bräuchten wir da auch nicht zwei Stück von. Ist das da hinten zwar ein bisschen voll, also ein bisschen leer meine ich, das andere voll halt. Aber es ist besser so, wenn man dann hier eine Bar hat und nicht im Schlafzimmer, das wäre unsinnig. So, kann er dahinter? Schafft das, dahinter zu kommen? Ich will das mal probieren. Wahrscheinlich, ich glaube mal sehr, dass es nicht funktioniert. Machen wir es so. Ist das super? Haben wir hier einen Fernseher und eine Bar? Oder ist es mit dem Schräg ist auch blöd? So. Ich mache das mal so. Hier im Hintergrund wäre noch cool, irgendwas anderes zu haben. Vielleicht doch das Regal dahin? Nee, das ist, wird dann zu eng. Okay, wir haben jetzt eine Bar an einem interessanten Platz. Deine Hygiene ist aber echt mal vollkommen im Eimer. Können wir was bewegen von hier aus? Nee, ne? Die steht sowieso ständig woanders. Passt schon. Ihr geht's super. Sie ist immer noch energiegeladen, meine Güte. Sie hat aber auch Hunger. Er muss noch mal was kochen hier, oder? Wobei, er muss erstmal duschen. Dann kann er noch was kochen. Nicht im Internet surfen. Hallo, du sollst joggen und dann duschen. Duschen. Duschen, das besteht aus du und Shen. Na, also du sollst Shen machen. Wo ist er denn? Da ist er. Ist er jetzt in Kochklamotten duschen gewesen? Ich meine, joggen? Nee, ne? Das kann böse enden, sag ich mal. Er ist inspiriert wegen glückliches, wegen gutes Training. Wegen Training. Ein gutes Training hebt immer die Stimmung. Ah, super. Ja. Das ist schön, wie sie da am Erzählen ist, während er duscht. Ich meine, klar, die kennen sich so ein bisschen, ne? Aber was hat sie denn auch alles hier... Sie hat nur genug geredet, geübt hier. Reden geübt. So, mach nochmal ein bisschen was. Okay, jetzt kann sie auch nochmal duschen. Er darf nochmal... darf man nochmal kochen hier? Kochen? Inspiriert kochen am besten. Gibt es noch etwas, was er unbedingt kochen sollte hier? Bei seinen Sachen da. 10 Mahlzeiten zubereiten, wenn inspiriert. Nicht pennen gehen, Junge. Hier, kochen. Noch bist du inspiriert. Weiße Torte, nein. Grillkäse, nein. Rührei, Fisch-Taco. Ja, hey, komm. Machst du das nochmal? Du bist inspiriert, das ist gut. Achso, ich kann hier das dann auch wieder ein bisschen gerade hinstellen. Damit alles seinen richtigen Platz hat. Ja, hier das Ding, hier kann man ein bisschen da nach vorne hin. Anscheinend nicht. Das Viech kommt dahin. Das Geigchen kommt mal dahin. So, wunderbar. Es ist jetzt nicht alles optimal hier aufgeteilt, aber eigentlich fehlt uns ein bisschen Platz mittlerweile. Mittlerweile haben wir so viel Krempel hier.
Beziehungsweise wir haben ja uns ein bisschen was angeschafft hier. Hier ist halt noch Platz. Aber ich will keine Bar im Schlafzimmer stehen haben. Na, warte mal. Das so haben vielleicht? Sogar noch besser, ne? Ist eigentlich vollkommen egal, aber ist trotzdem besser. So, sie macht jetzt genau gar nichts, oder? Hierhin gehen? Ne, hierhin gar nicht gehen. Ja, er ist auch so ein echter Spinner, ne? Also was hier seine Küchenfähigkeiten angeht. Aber das Tolle ist, er verletzt sich da halt kein Stück bei. Ach, sie isst schon was anderes. Natürlich kann nicht warten, bis das Essen hier fertig ist. Musste erstmal Kuchen essen. Natürlich, so ist mir das recht, ne? Guck mal. Level 8. Level 8 kochen und er hat einen super motivierten Gang und er weiß nicht, wo er hin soll. Glory. Sie darf pissen, wie der Franzose sagt. Das sieht aber auch lecker aus. Was? Achso, das waren Fischtacos, ne? Oder was war das? Ach nee, sie darf ja auch nochmal was futtern hier, oder? Wie steht's bei ihr? Sie hat Hunger, so ein bisschen. Ach, sie hatte noch was. Hier, komm, Torte essen und danach kannst du das hier mal weglegen. Und er ist immer noch inspiriert. Absolut inspiriert. Wegen Merkmal kreativ. Ui, kreative Sims sind schneller inspiriert als andere. Das ist natürlich tipptopp. Hat er denn bald mal hier... Hier kommen Blase. Verwenden und danach schlafen. Ja, Techtelmechtel können die auch mal wieder machen. Die haben schon seit mindestens einer Stunde nicht mehr miteinander rumgemacht. Von daher wird mal wieder Zeit. Die müssen nutzen, dass sie noch so jung sind. Dass noch alles so klappt. Achso, und aufräumen wäre nochmal ganz super. Sie darf mal aufräumen hier. Zum Aufräumen. Ja, sie nimmt alles mit. Das ist super. Die Bücher kannst du auch nochmal weglegen. Hier, weglegen. Ja, das da hinten am besten auch nochmal. Weglegen. Liegt ja noch was rum? Nee, ne? So, und? Pennen. Nein, kein Kaffee. Schlafen. Vor allem nicht den miefenden Kaffee nehmen. Aufräumen. Leeren. Das ist hier miefenden Kram zu trinken. Ist auch nicht so das Wahre. Das ist ja Quatsch. Das sollen die ja nicht. Oh, konzentriert. Sie möchte programmieren üben. Na ja, komm, dann machen wir das. Programmieren. Programmieren üben. Ach, sie muss zur Arbeit. In einer Stunde erst. Lehren, genau, hier kann sie das alles machen. Dann kann sie hier ihren Wunsch erfüllen. Schafft sie das denn? Ah, okay. Am Computer recherchieren. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Programmieren. Nee, recherchieren. Wo ist denn recherchieren? Recherchieren, das ist doch ein schönes Wort. Wo ist denn das? Karriere? Nein. Haushalt? Nein. Schreiben? Nein. Bestellung ist auch nichts mit recherchieren. Dann halt nicht. Wie auch immer das geht. Wahrscheinlich kann sie das noch nicht, weil sie noch nicht genug Fähigkeit hat. Aber warum würde ihr das denn vorgeschlagen werden? Ach, sie muss zur Arbeit, natürlich. Achso, nee, das ist komplett falsch. Hier. Vorspulen. Zur Arbeit gehen. Hunger hat sie natürlich auch. Ja, es sind immer noch schicke Klamotten. Schlicht und einfach, aber durchaus nett. Ihm geht's auch subi. Anne ist zur Arbeit. Ja, das war auch der Sinn davon. Eingeschlafen. Er darf nochmal... Er muss auch... Doch, er muss auch zur Arbeit. 14 Uhr. Ich glaube, er muss noch mal joggen gehen. Hier kommen direkt nach dem Aufstehen. Die Plauze muss weg. Das geht sonst nicht. Das ist... Was sollen die Nachbarn denken? Wahrscheinlich, dass er gerne isst. Aber ich sag mal, ein Koch, ne? Wer traut schon einem Koch, der total abgemagert ist? Ich glaube, so ein bisschen leichtes Bäuchlein ist für jeden Koch gut. Beziehungsweise braucht er, damit er ernst genommen wird. Hier blitzelt und blinkt das schon wieder, ne? Was ist denn das? Löwenmäulchenpflänzchen. Haben wir theoretisch einmal schon mal gehabt, oder? Ach, guck mal, hier ist nochmal Krempel. Graben, graben.
Eigentlich müsste Herbert das bewachen hier, ne? Wenn es dann so rumsteht. Ach, guck mal, wer ist denn das? Hallöchen. Du läufst so schnell. Guckt ein bisschen grimmig. Guckt ein bisschen sehr grimmig. Nö, die will ich nicht kennenlernen. Die guckt mir zu grimmig. Kann ja nicht angehen, dass hier immer nur grimmige Leute sind. Ja, ja, ja. Er joggt fleißig vor sich hin. Ich hätte halt wirklich gerne irgendwo eine sichtbare Anzeige, wie fit, sage ich mal, die Leute sind hier. Also wie fit die tatsächlich sind. Nicht, was die Sportfähigkeit ist, sondern wie deren Körperfettanteil, sage ich mal, ist. Oder deren Muskelstadium. Oder keine Ahnung, was auch immer, wie man das definieren will. In Foren provozieren. Nein, doch nicht provozieren. Du sollst ein Lied spielen. Ah, Blues. Ich will dich wiedersehen. Hamburger, wo bist du? Oh, das ist gut. Ja, das kann ich. Ich meine, das ist auch eine interessante Frage. Wo ist denn der auch, der olle Hamburger? Vielleicht in Berlin. Und da steht nichts im Weg, das ist super. Früher hätte das da, bei anderen Teilen hätte, wäre da rumgejammert worden. Ich kann da nicht hin, da steht was im Weg. Dieser kleine Gegenstand braucht einen Quadratmeter Platz. Ich kann da nicht hin. Ja, mittlerweile geht das. Der Blues. Hamburger. Ich aß dich einst. Oh, Lied zu Ende. Das ging aber schnell. Jetzt denkt er an Kurzkissen, das ist auch schön. Achso, hier, Getränk zubereiten. Zuckerzünder. Hier, komm, mach mal deine Fähigkeiten hoch. Und jetzt die Fähigkeiten zum Himmel. Mhm, Eis rein ist wichtig. Soll ja schön kühl sein. Aber nur beim Shaken. Später im Glas dann bitte nicht mehr. So rührt er das an. Also das ist jetzt gerührt und nicht geschüttelt. Ra muss in keiner Stunde zur Arbeit. Ich weiß nicht, war das gerade ein Ausdruck der Begeisterung oder was war das? Joggen an die Grenzen gehen. Das müssen wir auch nochmal machen, ne? Das wäre dann. Hier, das hängt schief. Das geht doch nicht. Das hängt schief. Oh, das hängt immer noch schief, ja. Hat er seine Fähigkeit denn jetzt gesteigert? Nicht so ernsthaft, ne? Hier, anbar arbeiten. Das ist dann wahrscheinlich das, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Nein. Sarah darf nicht vorbeikommen. Hier, trinken kannst du aufhören mit. Wenn er daran arbeitet, dann... Er arbeitet super viel. Wow, ist er fleißig. Ich sehe, wie er arbeitet. Also, wir müssen zur Arbeit. Toll. Vielleicht hat er sich gedacht, nee, ich muss ja endlich los, dann fange ich ja nicht erst an. Aber gut. Ach, und er muss auf den Pott. Na gut, er ist weg, sie ist... Seht ihr tatsächlich mal zur gleichen Zeit beide arbeiten? Das ist ja unglaublich. Das ist ein perfekter Zeitpunkt. Oh, Geldmangel. Endlich ist die Schicht von Rahm zu Ende. Was? Er hat doch gerade erst angefangen. Moment. Achso, aber er hat noch nicht, aber er kann noch nicht nach Hause gehen, denn in der Kasse ist zu wenig Geld. Rahm weiß, dass es nicht an ihm liegt, aber ja, Kollegen, Mund halten. Ja, hätten wir anders machen sollen. Ach, sie ist zu Hause. 168 Simoleons. Vielleicht hätte Rahm doch etwas, ja. Ausgezeichnete Arbeit, ja. Hier, kommen Sie, darf mal den Rest davon trinken. Hier, trinken. Sie braucht Sharpas. Vielleicht bringt ihr das ja Spaß. Sie ist jetzt abgewaschen. Okay, was ich sagen wollte, ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zum Aufhören, jetzt wo die gerade beide weg sind. Aber jetzt ist sie wieder da. Sie schlägt sich erstmal pennen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Sims 4 und bis zum nächsten Mal. Adieu!